Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten, ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Mai 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorff und ich habe selbst auch einen Krebsaszendent. Ich bin eure Astrologin und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Der Mai ist ein Top-Monat für Freundschaften. Ihr unterstützt euch gegenseitig und liierte Krebse haben Spaß mit ihrem Schatz im gemeinsamen Freundeskreis. Außerdem stärkt euch die Familie den Rücken. Für Singles ergeben sich jetzt Flirts in der Chefetage, aber geht damit vorsichtig um, besonders gegen Ende des Monats. So, mehr dazu gleich. Jetzt erst noch der Hinweis, dass es nachher wieder etwas zu gewinnen gibt. Wenn euch das interessiert, bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Jetzt zum Erlebnishintergrund, also zu den Aspekten, die langfristig auf euch einwirken. Da haben wir zunächst mal einen ganz romantischen Aspekt. Das ist das Trigon zu Neptun. Neptun steht hier für euch im 9. Haus der Inspiration und der Pläne und bildet einen sehr schönen Aspekt auf die Krebssonne. Das ist ein toller Romantikaspekt für diejenigen, die das jetzt spüren. Die können sich verlieben, die öffnen ihr Herz für die Liebe, die glauben auch wieder an die Liebe und haben eben all diese Dinge, die Neptun bringt, also Fantasie, liebevolle Zuwendung, auch selbstlose Liebe in einem positiven Aspekt zur Sonne. Und das sind in diesem Monat die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. und dem 8. Juli Geburtstag haben. Allerdings haben wir in diesem Monat auch dann ein Quadrat von Mars zu diesem Neptun hier. Und der steht für euch im 12. Haus. Und dieses Quadrat, das wird die Phase sein vom 7. bis zum 12. Mai. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein, was das für euch bedeutet. Dann haben wir das Quadrat, also die Spannung zu Jupiter, der aber für euch in einer guten Position steht, nämlich im Haus der Familie. Das heißt also, ihr habt Rückhalt und Unterstützung aus der Familie und schöne Ereignisse, wahrscheinlich viel Trubel zu Hause, viel Besuch und die Möglichkeit, Leute aus der Familie zu sehen, was ja eigentlich für Krebse immer top ist. Weil es eben eine Spannung ist, kann es euch vielleicht manchmal zu viel werden oder zu anstrengend werden. Da müsst ihr einfach darauf achten, dass ihr auch ein bisschen für euch selber sorgt oder dass die Familie eben auch mal für euch da ist, was aber mit Jupiter auch sehr gut sein kann. Und der Jupiter ist beteiligt an der heißen Phase im Mai, die ab dem 19. losgeht, wenn nämlich die Venus dann auch einen Aspekt zu Jupiter bildet. Dann wird es nochmal spannend für euch. Mehr dazu gleich in den Einzelheiten der Bedeutung. Auf jeden Fall dieses Quadrat Jupiter, das spüren in diesem Monat die Geburtstagskinder, die vom 3. bis 9. Juli Geburtstag haben. Dann haben wir ja weiterhin die Opposition zu Pluto. Pluto steht bei euch im Partnerhaus im Steinbock. Und bringt für viele Krebse sehr wichtige und große Entwicklungen in der Partnerschaft oder auch durch die Begegnung mit Menschen, die jetzt ihren Lebensweg kreuzen. Ihr merkt das daran, dass es eine plutonische Begegnung ist, dass jemand eine sehr intensive Ausstrahlung hat, vielleicht auch ein bisschen geheimnisvoll wirkt und dass die Begegnung, die ihr da erlebt, lebensverändernd wirkt. Ja, also ihr merkt schon, das ist nicht eine Sache, die an der Oberfläche bleibt, sondern die geht unter die Haut. Und da ist es sehr wichtig, dass ihr euch auch schützt. Das heißt also, wenn ihr spürt, dass das in die falsche Richtung geht, ne, dann müsst ihr dann eure Schale dicht machen und das vermeiden. Weil das geht jetzt nicht, dass jemand Druck auf euch ausübt oder eben euer Leben in einer Art verändert, die für euch nicht erwünscht ist. Das kann nämlich mit dieser Begegnung auch passieren. Im besten Falle bedeutet Pluto, dass man wirklich transformiert wird zum Besseren, zum Stärkeren vor allem, weil Pluto auch ermächtigend wirken kann, dass man vielleicht einen Partner findet, der selber mächtig ist oder Einfluss hat oder durch den ihr euch dann selber gestärkt fühlt, dann läuft es richtig gut für euch. Das würde ich mir natürlich für euch wünschen. Müsst ihr jetzt schauen, wie das in eurem Leben wirklich gerade aussieht. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 10. und 14. Juli Geburtstag haben. Und dazu kommt dann jetzt im Mai noch ein schöner Aspekt zur Sonne zwischen dem 6. und 9. Mai. Da habt ihr besonders gute Chancen, die positiven Effekte dieses Aspektes zu genießen. Und dann haben wir noch die Spannung zu Uranus. Das habt ihr ja auch schon länger in eurem Horoskop. Uranus steht für euch im 10. Sonnenhaus und wirft eine Spannung auf die Krebssonne. Und das kann bedeuten, dass es berufliche Entwicklungen gibt oder auch in der Karriere, in euren Karrierezielen, die auch sehr stark verändernd wirken, die in euch den Wunsch erzeugen, etwas Neues auszuprobieren beruflich, die auch Unruhe reinbringen. Es kann auch einen Wechsel geben in der Chefetage.
oder eben auch ein Chef, der sehr sprunghaft ist und ständig seine Meinung ändert. Das ist nicht so ganz einfach, dieser Aspekt. Aber auch der fördert die Entwicklung und bringt euch weiter. Ne? Also wenn ihr da mutig euch drauf einlasst, auf Veränderungen, die durch den Beruf kommen, dann würdet ihr euch eben auch weiterentwickeln. Und dieses Quadrat, das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 16. und 21. Juni Geburtstag haben. Gut, dann schauen wir uns jetzt die aktuellen Konstellationen des Monats nochmal genau an. Ausgehend vom Neumond im April, am 26. April, und der steht eben für euch im Haus der Freundschaften. Deswegen habe ich gesagt, es ist ein guter Monat für Freundschaften. Dieser Neumond bedeutet sowohl, dass es da vielleicht Neuanfänge gibt oder dass man vielleicht auch mit einer bestehenden Freundschaft eine neue Richtung einschlägt oder dass ihr euch vielleicht auch überlegen könnt, wer euch am besten mal unterstützen könnte. Das sind alles so Gedanken für die nächsten 4 Wochen, die ihr euch zu dem Neumond machen könntet. Dann haben wir zum Tanz in den Mai den Mond in eurem Zeichen. Da steht ihr schon wahrscheinlich so ein bisschen im Mittelpunkt. Deswegen würde ich euch raten, da auf jeden Fall auszugehen mit Menschen, die ihr mögt, denen ihr vertrauen könnt und dann gemeinsam Spaß zu haben. Dann zum 1. Mai steht die Sonne sehr schön im Stier in einem schönen Aspekt zur Krebssonne, eben hier im Haus der Freundschaft für euch. Sehr gut, auch beruflich ist das eine gute Phase, um voranzukommen und unterstützt zu werden. Und dann, was macht Liebesplanet Venus? Die steht eben in Spannung zur Krebssonne, den ganzen Monat über im Widder und auch bei euch im Karrierehaus. Und deswegen habe ich gesagt, es können sich Flirts in der Chefetage ergeben. Also die Venus bringt jetzt einfach in die Karriere hinein so einen Moment von Prickeln, von neuen Beziehungen, die sich da ergeben. Das kann natürlich auch einfach bedeuten, dass ihr viel Charme da einbringt und eine gute Präsentation hinlegt. Aber wie gesagt, es kann auch prickeln, und wenn es prickelt, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil eben gerade in der heißen Phase zum Ende des Monats es passieren kann, dass ihr euch da vielleicht in jemanden verliebt, der es letztendlich gar nicht so gut mit euch meint. Stichwort Bad Boys, wie ich schon in der kosmischen Schwingung erwähnt habe. Da gehe ich aber auch gleich noch drauf ein. Die erste Dekade des Zeichens Krebs, die hat damit am wenigsten Probleme und bekommt den Venus-Aspekt vom 1. bis 10. Mai. In der zweiten Dekade wird es dann spannend, weil das sind auch dann die Grade, wo nachher die heiße Phase stattfindet. Und das spüren in diesem Monat, oder da geht die Venus dann rein zwischen dem 10. und dem 27. Mai und dann für den Rest des Monats in die dritte Dekade. Der Mars steht in den Zwillingen, der steht jetzt für euch im 12. Sonnenhaus. Das kann andeuten, dass jemand hinter den Kulissen vielleicht gegen euch intrigiert. Es kann aber auch einfach sein, dass irgendein knackiger Verehrer, den ihr kennengelernt habt, irgendwie verschwunden ist. Das 12. Haus ist ja so ein bisschen auch das Haus, in dem Dinge verschwinden oder eben in den Hintergrund wandern. Kommt jetzt natürlich auch darauf an, wie das dann in eurem individuellen Horoskop steht. Da wäre es dann vielleicht interessant, nochmal zu gucken oder in der persönlichen Beratung das nachzuprüfen. Eventuell schaut doch auch nochmal in dem Video für euren Aszendenten nach, wo da der Mars platziert ist, in welchem Haus. Das gibt euch dann eventuell darüber auch nochmal Aufschluss. Aber das Kollektiv der Krebsgeborenen hat auf jeden Fall diesen Effekt, dass Mars im 12. Sonnenhaus steht. Und von daher Vorsicht eben vor Leuten, die vielleicht im Hintergrund auch gegen euch agieren oder so versteckten Konflikten, die ihr erstmal nicht so richtig ausmachen könnt, wo die denn herkommen. Dann müsst ihr eure Antennen ausfahren und da genau hineinspüren. Denn eure phänomenale Intuition wird euch bestimmt dabei helfen, rauszufinden, was da los ist. Genau. Dann für euch wichtig, dass am 3. Mai der Merkur im 10. Haus wieder direktläufig wird. Das ist natürlich auch sehr gut für eure Karriere, wenn da Dinge vielleicht liegen geblieben sind oder wenn es Missverständnisse gegeben hat. Kann ja sein, in den Wochen zuvor, während der Rückläufigkeit Merkurs, dann ließe sich das jetzt eben wieder ausbügeln. Oder wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, die vielleicht noch nicht so ganz wo noch nicht alle Informationen vorlagen, kann es eben sein, dass ihr dann die Informationen kriegt, die ihr braucht und dann die Entscheidungen auch tragfähig sind und die Sache wieder nach vorne geht. Das ist also günstig für euch. Dann haben wir einen Top-Tag für die Krebsgeborenen am 5. Mai. Und das ist ein Freitag. Und das ist zum Beispiel ein guter Tag, um sich unter Freunden auszusprechen. Ja, wenn da irgendwas zu besprechen gibt oder ihr vielleicht auch Unterstützung braucht,
Da steht der Mond für euch günstig, aktiviert hier die Sonne im Freundschaftshaus und das Ganze in Verbindung zu Neptun, der euch inspiriert. Also da ist eine gefühlvolle Aussprache möglich oder eben vielleicht auch, wenn ihr gefühlsmäßige Unterstützung braucht. Oder vielleicht eben auch, wenn ihr für einen guten Freund da sein könnt. Das ist da alles gut möglich an dem Tag. Genau. Und dann haben wir auch top für euch der Vollmond in der Nacht von dem 10. auf den 11. Denn der passiert jetzt in einem für euch günstigen Aspekt. Der Mond steht im Skorpion, steht also damit in Harmonie zur Krebssonne. Hier die Sonne im Haus der Freundschaft und der Mond für euch im 5. Haus der Lebensfreude. Also diejenigen, die einen Flirt oder einen festen Partner am Start haben, sollten sich vielleicht in dieser Vollmondnacht Zeit zu zweit nehmen. Das ist vielleicht eine sehr kreative, verspielte Nacht oder eben auch mit Möglichkeiten, schöne Erotik zu erleben. Außerdem, um das Neumondthema nochmal aufzugreifen, kann der Vollmond dann auch Erkenntnisse darüber bringen, wie du zu oder wie ihr zu euren Freunden steht. Und wie gesagt, es ist eine große Leidenschaft möglich, wenn Vertrauen da ist. Das ist halt auch sehr wichtig für euch. Das ist sowieso ja ein Grundthema für die Krebsgeborenen. Die tun wirklich gut daran, sich nur mit Leuten einzulassen, denen sie vertrauen können, die sie schon kennen, denn die sind eben sehr verletzlich. Wenn dann eine Affäre plötzlich abgebrochen wird oder jemand es nicht so gemeint hat oder eine versteckte Agenda hatte, das ist eben gar nicht gut für euch. Genau, so, dann haben wir ja diese Phase vom 7. bis 12., wo der Mars hier eben diese Spannung zu Neptun bildet. Nochmal das Thema, dass vielleicht da jemand heimlich im Hintergrund zugange ist, kann natürlich auch bei Krebsmännern kann es ein Konkurrent sein, der ihn vielleicht heimlich versucht, die Herzdame auszuspannen. Bei Krebsfrauen kann es ein Verehrer sein, der vielleicht einfach heimlich noch was anderes am Laufen hat. Und das kann sich dann eben in dieser Zeit ein bisschen zuspitzen. Außerdem, eure Pläne hier im 9. Haus könnten eben auch von versteckter Seite durchkreuzt werden. Das ist alles so in dieser Phase vom 8. bis 12. Und dann haben wir aber gleichzeitig am 12. einen sehr schönen Aspekt von Jupiter hier aus eurem Haus der Familie, der dann jetzt hier positiv zu dem Mars steht. Vielleicht kann euch auch jemand aus der Familie helfen, das aufzudecken, was da jetzt eigentlich das Problem ist oder wer da möglicherweise im Hintergrund intrigiert. Am 16. Mai geht dann der Merkur ins Zeichen Stier, damit auch für euch ins Haus der Freundschaft und der Unterstützung und bildet einen guten Aspekt zur Krebssonne und zwar bis zum 26. Mai für die erste Dekade und dann die zweite Dekade bis zum Rest des Monats. Am 19. beginnt die heiße Phase mit der Venus. Die wird dann erst in einen Aspekt zum Jupiter gehen. Das ist erstmal gut für euch, denn hier haben wir die Familie, die euch vielleicht unterstützt. Hier haben wir die Karriere und das scheint sich irgendwie gegenseitig zu befruchten. Ja, das läuft also gut. Und als nächstes läuft aber ja dann die Venus in Spannung zum Pluto und der steht bei euch im 7. Haus. Also jetzt könnte es sein, dass ihr da vielleicht einen Bad Boy am Start habt, der euch ablenkt oder der eure Pläne durchkreuzt. Das dürft ihr halt nicht zulassen. Das ist, da greift dann wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Pluto will euch transformieren, aber bitte auf eine gute Art und lasst nicht zu, dass jemand euer Leben auf den Kopf stellt, der das nicht verdient hat. Ja, also da müsst ihr wirklich ganz, ganz klar durchblicken und diejenigen Krebsgeborenen, die sich dann jetzt neu verlieben vielleicht in dieser Phase, denn mit Venus-Jupiter hat man eben einen ganz tollen Aspekt, sich zu verlieben, vielleicht eben sogar in jemand, mit dem ihr beruflich zu tun habt, die müssen halt auch sehr aufpassen, ob dieser Mensch dann auch ihr Vertrauen verdient. Und das alles in der Phase vom 19. bis zum 25. Und dann geht es ja noch weiter. Zum Schluss geht ja dann die Venus noch in einen Aspekt zu Uranus, aber da kommen wir gleich noch zu. Am 20. in dieser Zeit wechselt die Sonne ins Zeichen Zwillinge, also 20. abends. Und damit auch in euer 12. Haus, ins 12. Sonnenhaus. Das kann bedeuten, dass ihr merkt, dass eure Vitalität ein bisschen nachlässt, dass ihr mehr Schlaf braucht, oder eben auch, wenn ihr spirituell seid, dass ihr verstärkter Eingebungen habt. Ja? Das hängt natürlich auch davon ab, wo die Sonne dann eventuell auch in eurem individuellen Geburtshoroskop steht. Diese Position müsste man dann eventuell mal in einer persönlichen Beratung klären. Genau, dann haben wir am Mittwoch
trotz heißer Phase einen Top-Tag für euch, weil da der Mond wieder super schön steht. Steht wieder im Haus der Freunde und der Unterstützer, bildet hier wieder einen schönen Aspekt zu Neptun, der wiederum gut zu eurer Sonne steht. Das heißt, auch hier wieder inspirierte Gefühle, ein schöner gefühlsmäßiger Austausch, vielleicht im Freundeskreis, Unterstützung von dort. Auch hier eine interessante Konstellation mit Jupiter, der wiederum in der Familie bedeutet, dass ihr auch von dort Unterstützung bekommt oder vielleicht, dass euch jetzt auch einfällt, wie ihr eventuelle Spannungen da abbauen könnt oder wie ihr alles unter einen Hut bekommt. Das ist ja auch oft die Frage, ne? Wenn dann so viele Leute was von euch wollen. Aktiviert auf jeden Fall euer fantasievolles Denken, diese Mondstellung am 24. Genau, dann ist der Neumond am 25. Der findet dann für euch hier im 12. Sonnenhaus statt. Das ist natürlich toll für alle spirituellen Krebsgeborenen und da gibt es ja sehr viele von. Das bedeutet, dass ihr jetzt vielleicht verstärkt Botschaften aus der geistigen Welt bekommt oder einen verstärkten Zugang bekommt und da sehr inspiriert seid. Und diejenigen, die jetzt damit nichts am Hut haben, für die kann es vielleicht bedeuten, dass sie sich mal drüber dass sie mal drüber nachdenken sollten, wie sie sich in den nächsten 4 Wochen auch mal Freiraum für so einen Rückzug schaffen können. Das 12. Haus bedeutet immer, dass man auch ein bisschen Raum und Zeit für sich selbst braucht, zum Beispiel um mal zu meditieren oder eben so Zeiten am Tag, wo einen keiner stören darf. Da könnt ihr ja dann mal drüber nachdenken. Dann haben wir am 29. nochmal eine Mars-Konstellation. Da wird der Mars hier in Opposition zu Saturn stehen. Saturn steht bei euch im Haus der Arbeit und des Jobs. Also auch hier nochmal wieder das Thema gucken, ob vielleicht jemand hinterrücks da gegen euch intrigiert oder sowas in der Art. Das könnte jetzt aber dann hier auch eine Sache sein, wo ihr euch dann durchsetzt oder ganz deutlich auch eine Grenze mal setzen müsst, ne, dass ihr euch das eben auch nicht gefallen lasst. Und dann haben wir am 30. diese schöne Konstellation mit der Venus und die hier dieses große Dreieck bildet. Und das Ganze hat bei euch tatsächlich mit Karriere und Geld zu tun. Das heißt also, das wäre eine Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die euch vielleicht Türen öffnen, die euch dann bei euren Zielen beruflich oder auch persönlich weiterbringen. Ja, liebe Krebse, soweit also die Konstellationen im Mai. Wenn ihr eine persönliche Beratung bei mir buchen möchtet, dann schaut euch doch mal auf meiner Homepage um. Da steht alles, was ich mache, alle Möglichkeiten, die ihr da so habt, von mir Informationen über euer Horoskop zu bekommen. Und wenn euch da was gefällt, dann könnt ihr das auch gleich bestellen. Und dann bekommt ihr von mir eine E-Mail und wir machen einen Termin. Ja, und die Verlosung diesmal gibt es wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen. Und damit ihr bei der Verlosung teilnehmen könnt, müsst ihr einfach nur mir einen netten, interessanten Kommentar hier auf YouTube posten und bitte meinen Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Da könnt ihr dann jetzt hier hinklicken. Und außerdem habe ich im Mai auch einen Workshop, einen großen Workshop am 6. Mai, ab dem 6. Mai zum Thema Liebe und Beziehungen im Horoskop. Also, meine Lieben, damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.